What's poppin', Boys and Girls? Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich muss euch was erzählen, was mich sehr, sehr traurig macht. Und aus dieser Geschichte ist dieses Video entstanden. Ich habe nämlich das ganze Jahr über nach lustigen Halloween-Kostümen gesucht. Hier ist es ja ganz oft so, dass Halloween so gruselig ist. Aber in Amerika ist es ja auch so wie bei uns Karneval. Und ich habe gedacht, ich möchte das dieses Jahr auch machen und wollte ein lustiges Pärchen-Kostüm für mich und Kevin. Ich habe das ganze Jahr lang recherchiert, ohne daran zu denken, dass ich am 31. Oktober nach Indien fliege und jetzt gar nicht Halloween feiern kann hier. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich habe über das ganze Jahr lang so witzige Kostüme gefunden. Ich muss irgendwas damit machen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige euch heute die lustigsten Halloween-Kostüme oder Kostüme im Allgemeinen, die ich überall gefunden habe. Und ich würde sagen, wir beginnen mit Kategorie Pärchen, weil ich da so viel gefunden habe. Also das geht natürlich für euch und euren Freund, aber es geht natürlich auch für euch und eure beste Freundin oder so. Also im Grunde genommen Kostüme für zwei Menschen. Ich muss übrigens dazu sagen, es sind Kostüme dabei, die man selber machen kann. Es sind aber auch Kostüme dabei, die man bestellen müsste. Ich habe einfach einen Mix gemacht. Beginnen wir mit Kostüm Nummer 1 und es ist ein Low-Budget-Kostüm, was ich richtig geil finde und was man innerhalb von ein paar Sekunden selber machen kann. Und zwar sind es Slutty Ghosts. Man braucht einfach nur ein Bettlaken und Unterwäsche und schon ist man ein nuttiger Geist. So, das nächste Kostüm finde ich eher passend für ein Pärchen. Und zwar Stecker und Steckdose. Das nächste Kostüm finde ich ganz lustig, aber jetzt nicht super lustig, aber mega cool und einfach selbst zu machen. Und zwar das Pärchen aus dem Film Juno. Ich weiß nicht warum, ich habe das gesehen und dachte, okay, ich werfe mich jetzt nicht weg vor Lachen, aber ich finde es irgendwie voll cool. Deswegen wollte ich euch das vorstellen. Das nächste Kostüm geht ein bisschen in Kategorie Stecker und Steckdose. Und zwar Schlüssel und Schloss. Ich könnte das machen mit eurem Freund und der muss dann auch so sein. Das nächste Kostüm ist ganz witzig für Leute, die Breaking Bad Fans sind. Nämlich die Anzüge. Ich weiß nicht, wie oft ihr an diesem Abend gefragt werdet, ob ihr vielleicht Crystal dabei habt. Aber ja, ich fand es cool irgendwie. Aber ich habe auch Breaking Bad sehr gefeiert. Es ist nicht super lustig, aber es ist schon geil, oder? Wenn ich das auf der Straße sehen würde, würde ich sagen, Respekt, Bro. Ja. Ja, ich wette, auf diese Idee sind schon mehrere Leute gekommen, aber ich persönlich habe es noch nicht gesehen, deswegen war ich so begeistert, als ich das gesehen habe und wollte es euch zeigen. Ihr könnt auch als Brüste gehen. Wie cool ist das denn? Der eine ist die eine Brust und der andere ist die andere Brust. Und zusammen seid ihr eine große Brust. Das nächste Kostüm ist wieder etwas für sexuelle Pärchen und nicht für platonische Pärchen. Und zwar der Koch und der Backofen. Und das ist witzig, weil er ist der Koch und sie ist der Backofen. Versteht ihr? Ich fand es irgendwie witzig. Ja. Das nächste Kostüm ist eins meiner Lieblingspärchenkostüme. Und zwar Pfeffer und Salz. Ich weiß nicht, wieso ich das so witzig finde. Naja, auf jeden Fall ist es super leicht selber zu machen. Also man kann es auch bestellen. Ich kann euch auch das Kostüm verlinken, aber theoretisch irgendwie aus einem Eimer oder Alufolie und einem angemalten oder bedruckten T-Shirt kann man das halt locker selber machen und muss dann kein Geld dafür ausgeben. Das nächste, ich muss aufhören mit diesen Armen. Das nächste Kostüm finde ich auch sehr cool. Und zwar Periode und Tampon. Ich fand das sehr cool. Das hätte ich sehr, sehr gern auch mit Kevin gemacht. Das hätte ich witzig gefunden. Ja, aber ich mag sowieso alle Witze, die irgendwas mit Periode, mit der Menstruation zu tun haben, finde ich super witzig irgendwie, weiß ich auch nicht warum. Da kommt gleich eventuell auch noch ein bisschen was dazu. So, kommen wir nun aber zu den Einzelkostümen, die ich gefunden habe und die ich sehr, sehr lustig fand. Zum einen haben wir da, und ich finde das eigentlich ganz cool für Leute, die eventuell wirklich auf der Suche nach Geschlechtsverkehr sind am Halloween-Abend, das One-Night-Stand-Kostüm, was sehr, sehr einfach nachzumachen ist. Ich habe mir so ein bisschen Gedanken darum gemacht, wenn ihr euch einen Lampenschirm und dann einfach einen Karton ummacht und das alles so ein bisschen anmalt und so ein bisschen kreativ seid, ist es auf jeden Fall ein geiles Low-Budget, ein Low-Budget-Kostüm, was sehr lustig ist und eventuell zu Geschlechtsverkehr führen könnt, falls ihr auf der Suche nach Geschlechtsverkehr Kontakt seid. Kommen wir
zu einem Kostüm, was man nicht basteln kann, sondern kaufen müsste. Aber ich fand es irgendwie mega geil. Und zwar das. Ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Das ist bestimmt mega anstrengend, damit den ganzen Abend rumzulaufen. Aber wenn ich einen Typ treffen würde auf einer Halloween-Party, der das Kostüm hätte, würde ich das voll feiern. So, kommen wir zu einem weiteren grandiosen Kostüm. Und zwar zu diesem hier. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Entweder ihr guckt es an und ihr denkt das, was ich denke, oder ihr findet es nicht so witzig wie ich. Ich kann es euch nicht erklären. Ich habe es gesehen und ich fand es so scheiße, dass ich es instant haben wollte. So, jetzt ein bisschen was für die Asiaten. Ich habe ein rassistisches Kostüm gefunden. Ich finde das nicht rassistisch, aber irgendwer findet das bestimmt wieder rassistisch. Und zwar euer Kind als Sushi-Rolle verkleiden. Wie witzig ist das denn bitte? Ich finde es richtig geil. Ich liebe alle diskriminierenden Kostüme. Das ist halt mega witzig, dass das ein asiatisches Kind eine Sushi-Rolle trägt. Der dreiköpfige Hund. Sieht er nicht gefährlich aus? Er ist ein gefährlicher, kleiner, dreiköpfiger Mann. Ich finde es richtig süß und ich möchte das, glaube ich, auch bestellen für meine Dackel. Das nächste Kostüm finde ich fast ein bisschen makaber. Aber ich wollte es euch nicht vorenthalten. Und zwar ist es das Horror-Baby. Es ist wirklich gruselig und es ist schon ein bisschen krank, ne? Aber ich muss sagen, wenn mir eine Schwangere an Halloween über den Weg laufen würde und sie hätte dieses Kostüm, dann hätte sie meinen vollsten Respekt. Das ist schon ein geiler Move. Muss man jetzt mal ehrlich sagen, oder? Das nächste Kostüm ist eins meiner Lieblingskostüme. Für Frauen geht es natürlich auch. Jetzt, weil es bei einem Mann ist, finde ich es auch sehr lustig. Und zwar, ihr geht einfach als jemand, der seine Periode hat. Und wenn ihr sagt so, ja, okay, wenn man jetzt so ein Kostüm hat, wo es aussieht, als hätte man seine Tage, ist ganz witzig, aber ich bin mehr so der Typ, der die Pro-Kostüme hat, dann könnt ihr eine Stufe weitergehen und könnt als, passt auf und lasst es kurz wirken, als Binde gehen. Voll geil, oder? Wenn ihr Tampons präferiert, ihr könnt natürlich auch als Tampon gehen. Es gibt auch Tampon-Kostüme, ja? Es ist einfach ein geiler Move, Mann. Als Binde zu gehen. Wie geil ist das denn? Ja, gut. Vielleicht findet das auch niemand witzig außer mir. Ich fand das sehr witzig. Ja, Leute, ich habe all diese Kostüme, die ich gefunden habe, unten in der Infobox verlinkt. Ein paar davon findet man auf Amazon, könnt ihr mal gucken. Manche kann man gut selber machen, manche sind ein bisschen teurer, manche sind günstiger. Müsst ihr einfach mal schauen. Falls ihr irgendwas davon cool fandet. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr zugeschaut habt. Vielleicht war die ein oder andere Idee dabei, die ihr lustig fandet. Vielleicht auch nicht. Vielleicht begegne ich irgendwann auf der Straße jemanden, der eins dieser lustigen Kostüme anhatte. Ja. Wenn es euch gefallen hat, ich sag's jetzt auch, komm, ja, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr das sehr, sehr gerne tun. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ihr seid süß. Ruhig dich, Jakob. Mach's gut, tschüssi!